Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Hier ist Eva für euch und ich zeige euch heute einen einfachen Trick zum Thema Stempeln, der das Stempeln ein bisschen einfacher und schneller macht und auch ordentlicher. Und ihr seht hier schon, ich habe hier Alphabet und Zeichen und Zahlenstempel. Und vielleicht kennt ihr das Problem auch, wenn ihr euren Namen oder vielleicht eine einfache Rechnung einfach aufstempeln möchtet, dass die Abstände und auch die Höhe der Buchstaben manchmal nicht passt. Und dafür gibt es den Trick, dass man einfach ein Gummiband nimmt und die einzelnen Buchstabenstempel damit zusammen macht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich fange mal mit DIY an. Ich habe hier jetzt also die drei Buchstaben bereit liegen und es kommt jetzt einfach das kleine Gummiband von der einen Seite zur anderen einmal rüber. Und es hält jetzt die Stempel in Position. Ich gebe jetzt mit dem Stempelkissen ein bisschen Farbe drauf. Mein Stempelkissen ist nämlich zu klein, um das einmal komplett gleichzeitig drauf zu drücken. Alle einmal gut voll Farbe. Und dann drücke ich alle Stempel gleichzeitig auf. Und so ist dann das Stempelergebnis. Ich mache das gleiche nochmal jetzt mit meinem und Katis Namen. So, dann hier einmal Kati. Und dann kommt noch ein Und dazu. Das kommt einmal einzeln. Und dann komme ich auch noch dabei. Hier habe ich jetzt das Gummiband sogar zweimal drum gemacht. Also je nach Größe des Gummibandes und auch nach Länge des Namens oder des Ausdrucks natürlich einfach das Gummiband so oft rummachen, bis es stramm hält. Und da war ich sogar etwas zu großzügig mit dem Stempelkissen. Aber man sieht natürlich auch hier, wie das ganze Prinzip funktioniert. Und ich hoffe, der Trick hat euch gefallen. Und wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.